Willkommen zurück zu Lonely, Episode 1, der Abstieg. Part 19. So sieht's aus. Wir haben zuerst ein bisschen Story gemacht und sind am letzten Part mal wieder ein bisschen rumgeirrt. Das gehört aber scheinbar einfach dazu, zu dem Spiel. Ach, so viel rumgehört sind wir beim letzten Mal gar nicht. Wir sind zum Glück recht gut vorangekommen eigentlich. Mit Ah, einer Quest. bist du dir sicher, Ja, oder? find ich schon. Alles klar. Und ich konnte mich wieder daran erinnern, wo wir das Wasser gebraucht haben. Und zwar, ich dachte also unten rechts ist doch so ein Penner. Und vielleicht können wir den das Wasser geben. Ja, war zumindest irgendwie nicht ganz der falsche Gedanke, auch wenn ich mich frage, warum du auf sowas kommst. Ja, weil das ist ja eine Tauschquest. Nein, weil ich mich daran erinnere, weil das irgendwie, ich glaube, ich in einem anderen Spiel mal gesehen habe. Aber der ist nicht mehr da. Nee, der Penner ist verschwunden. Aber ich konnte mich daran erinnern, dass wir mal mit dem Fass interagiert haben. Und Aber da ist was wir haben hier drin. was, das haben wir wahrscheinlich übersehen. Ja, irgendein Beruhigungsmittel oder sowas. Genau, und bei dem Fass hier können wir jetzt einfach mal das Wasser draufschütten. Genau. Hoffentlich reicht das Wasser. Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass er das mit Mit einer einer Flasche Wasser. Flasche Wasser ist Ja, ist eine. schon sehr unwahrscheinlich, aber egal. Scheiße, verdammt! In der Tonne liegt ein verkohlter Leichnam. Das Fleisch und die Knochen sind so stark verbrannt, dass es ziemlich schwierig ist, die Überreste als Menschen zu erkennen. Das Einzige, was noch nicht zu stark verbrannt ist, ist ein Kleidungsstück. Nur teilweise ist es an manchen Stellen verkohlt. Ziemlich seltsam. Ja, das scheint irgendwie ein verfluchtes oder magisches Kleidungsstück zu sein, ne? Ja. Oh, Guck mal, da oben kommt ein ja, Kopf. da oben kommt ein Totenkopf auf uns zu. Und der ist weg. Nein, der kommt wieder. Oh, bist du dir sicher? Da läuft er gerade wieder runter. Siehst du? Da ist jetzt gerade unten. Warte kurz in den Raum, dann kommt er gleich wieder. Ach ja, stimmt, da links, alles klar. Oder? Kommt er jetzt nochmal? Ich glaube, du bildest dir irgendwas ein. Er kam auf jeden Fall gerade noch ein zweites Mal insgesamt. Das wirst du auch im Video sehen, dass er zweimal auf jeden Fall Oh, gewesen das ist. hat. Das war der Obdachlose. Oh. Aha. Okay. Und wir haben unsere Brille verloren. Oh Mann, ey. Oh. Mein Kopf. Oh. Da war jemand. Er hat mich niedergeschlagen. Meine Brille! Wo ist sie? Nein, verdammt! Ich muss sie wiederfinden, sonst bin ich verloren. Das Brecheisen ist ebenso weg. Ich sollte jetzt sehr vorsichtig sein und aufpassen, wo ich hintrete. Bedrohliche Zustände Teil 3, Sehschwäche. Tim ist extrem kurzsichtig und ohne Brille erkennt er nur sehr wenig. Die Umgebung von seinen Augen wird unscharf und verliert an Details, was diesen Zustand als äußerst gefährlich einstuft. Aufgrund dieser Situation agiert Tim äußerst vorsichtig und dementsprechend träge. Mitunter kann es auch in manchen Situationen vorkommen, dass er in Panik gerät und die Angst ihn heimsucht. Um Tim davor zu bewahren, sollten beruhigende Orte aufgesucht werden. Ein direktes Auffinden seiner Brille beendet diesen Horrortrip sofort und entschärft jegliche Gefahrensituation. Na super. Okay. Was? Was zum Teufel war das? Hä? Das muss das Brecheisen sein. Gott sei Dank. Kämpfe vermeiden, schleichen und verstecken. Aufgrund der Sehschwäche ist es Tim kaum möglich, sich mit Gegnern auseinanderzusetzen, da eine Treffsicherheit nicht gewährleistet werden kann. Daher ist es ratsam, so wenig Kämpfe wie möglich zu tätigen oder gar ganz zu meiden, um ein frühes Ableben von Tim zu verhindern. Letzteres kann man erreichen, indem man Verstecke sucht, sich aus dem Sichtfeld des Gegners bewegt oder wenig Lärm verursacht. Große Schränke zum Beispiel sind ideal, um sich vor Verfolgern zu verstecken. Boah, wir haben schon mehrfach größere Das Sch Schränke Problem ist nur, gefunden. sind wir jetzt wieder im Dreamland, weil eigentlich kennen wir die Umgebung hier ja und. Ja. Hierbei ist aber zu beachten, dass diese Methoden durch laute Geräusche wieder nichtig gemacht werden können. Das klingt irgendwie alles ziemlich kompliziert, muss ich sagen, und ich habe echt Angst. Ja. Tritt Tim auf Glas oder plätschert er im Wasser, da werden Gegner davon angezogen. Diese werden die Quelle des Lärms untersuchen, um festzustellen, wer dafür verantwortlich war. Daher sollte man so schnell wie möglich das Weite suchen. Klingt nach einer ziemlich komplexen KI. Das klingt auf jeden Fall alles super komplex und Ja. vor allem, wo zum Teufel sind wir? Das sieht so aus, als wären wir im Dreamland. Seltsam. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich habe das Gefühl, woanders zu sein.
Der Weg von mir ist schmal und dunkel. Es ist kein Vergleich zu dem Ort, an dem ich eben zuvor war. Wisst ihr? Ist da gerade ein Speicherbuch direkt am Anfang? Hast du gerade eins gesehen? Okay. Ich erkenne leider kaum was, muss ich sagen. Das ist sicherlich nur ganz zufällig so gemacht. Wir sind jetzt auf jeden Fall im Dreamland. Man kann es noch so halbwegs gut erkennen, aber... Okay. Irgendwie höre ich es gerade quietschen. Und rechts ist was Grünes auf dem Boden. Das wird Gift sein, das ne? Ist, nein. Das war ein Speicherbuch, das haben wir noch gesehen. Da muss ich an der Stelle meine Übertragung dazu geben, weil ich habe die Sehschwäche plus übertragen. Ich habe quasi doppelte Sehschwäche. Ist schon okay. Und das war auch ein grünes Buch, das hat uns wieder komplett geheilt, finde ich sehr nett. Hier scheint noch was rumzuliegen. Oder auch nicht. Ach, ich bin ja hier. Geht's da links weiter? Verdammt, da war doch gerade jemand. Ich habe eindeutig Schritte gehört. Naja, wir gehen hier mal kurz runter. Vielleicht ist das hier, zählt das hier hinten ja als ruhiger Ort oder so. Verdammt, jetzt sind wir haben Angst plus Sehschwächer. Ja, okay, es geht gerade einfach nur runter, ne? Ja. Scheinbar doch nicht ganz so sicher der Ort. Hier oben geht's auf jeden Fall irgendwie weiter. Verdammt! Wo bin ich hier nur gelandet? Ich kann meine Beine vor Angst kaum bewegen. Ich zitter am ganzen Körper. Was ist das hier? Eine Laterne? Ja, ihr Licht fühlt sich angenehm an und wirkt auf mich beruhigend. Dieser kleine Raum hier scheint sicher zu sein und hält den Horror von draußen weitestgehend von mir fern. Zumindest empfinde ich es so. Doch ich kann mich hier drinnen nicht ewig verstecken. Ich muss meine Brille schnellstens finden. Okay, also ist das ja tatsächlich so ein kleiner Ruheraum. Wo wir dann ab und zu mal wieder zur Besinnung kommen können. Ja, also wenn wir in Angstzustand sind, können wir hier reingehen und dann sind wir wieder nicht mehr im Angstzustand. So sieht es aus. Okay. Auch wenn der Weg natürlich ein wenig weit ist. Ja, das haben wir ja wieder keine Angst. Mal hier oben ist eine Ruhe oder sowas, die extrem schnell läuft. Der Hauer, ja. Wir sind alles 24-7 Menschen. Müssen allzeit bereit sein, immer erreichbar sein. Immer 100% Leistung bringen. Das symbolisiert die Uhr. Nonsiat Effekt sehr, sehr cool. Oh, guck mal, wen wir hier haben. Schere. Rot von Blut. Es ist köstlich. So köstlich. Doch. Ich habe immer noch Hunger? Hunger! Okay. Naja, wir müssen von dem Obdachlosen abhauen. Frage ist, ob du jetzt einfach schnell in den Raum rein kannst. Klar. Ist er jetzt einfach weitergelaufen? Wenn wir jetzt wieder rausgehen, ist er hoffentlich weg. Ja. Ich kann es nur hoffen. Ich hoffe nur nicht, dass er hier wieder respawned ist. Das hoffe ich gerade auch. Und auch er ist hinter uns. Ah, das gibt's doch gar nicht. Ja, ist schon okay. Dann werde ich jetzt wahrscheinlich sterben. Irgendwann musste man ja sterben in dem Part. Natürlich. Das war ja nur eine Frage der Zeit. Dann musst du halt noch Game Over sammeln, damit du an mein... unterwegs in Düsseldorf reinkommst? Das schaffe ich sowieso nicht. Oh, guck mal, wir sind im Labyrinth. Das wird sogar so genannt. Das heißt, der Typ bringt uns schon mal instant um, ne? Wir können auf keinen Fall gegen ihn kämpfen. Ja, wir können auf jeden Fall nicht gegen ihn kämpfen. Aber das ist nicht weiter tragisch. Das bedeutet einfach nur, wir müssen versuchen, Abstand von ihm zu halten. Und dafür war es ja ganz gut herauszufinden, wo er sich genau aufhält. Und was er macht. Genau. So haben wir auch nicht so viel Verstand verloren. Ja. Weil wir direkt optimal gelaufen sind. Und wir haben schön Textboxen weggeklickt. Richtig. So, jetzt haben wir gleich Mister, ich hab Hunger. Ah ja, der ist hier links. Aber da gehen wir erstmal nicht hin.
Untersuchen erstmal das hier oben. Oh, hier steht eine Gasflasche oder sowas rum. Nutzt mal Streichholz drauf. Keine gute Idee, denke ich. Ach was. Hast du nicht damals im Postal 2 Streichholz auf Gasleitungen einfach mal geworfen? Das war was anderes. Dann hat man sich meistens damit selber umgebracht. Oh Mann, ey, ich verfall auf jeden Fall hier auch in Panik. Ja. Dieses Rot, Gelb, Orange, muss ich sagen, ist schon ein ganz cooler Effekt. Sieht, ne? Auf jeden Fall cool aus, ne? Auf jeden Fall sehr interessant. Weiß nicht, da wird du. Also, du kannst ja sicherlich davon berichten, wie ist denn so, wenn man blind ist? Anders. Also gut, was heißt blind? Außerdem bin ich ja nicht blind. Die Sache ist halt, also eigentlich ohne Brille bin ich jetzt eigentlich nicht so krass eingeschränkt. Es ist eigentlich eher anstrengend. Und ich meine, von weitem ist halt. Die Sachen von weitem sind halt wirklich alles sehr verschwommen, ne? Oh. Nein. War das jetzt. Das ist aber nicht der Obdachlose, das ist ein Geist oder so. Was ist denn hinter uns hergelaufen auf jeden Fall? Okay. Ich dachte schon, das war's. Nee, nee. Das hat uns nur ein bisschen Angst gemacht. Eine Leiche, die irgendwie weggerannt ist. Okay. Sehr grundsätzlich gut, wenn wir Angst bekommen. Das sind einfach nur Glasscherben. Hm. Hier oben scheint es irgendwie nicht weiter oder nicht lang zu gehen. Es geht wahrscheinlich nur hier oben dann, ne? Ja. Ja. Okay, wir müssen jetzt bei den Obdachlosen vorbei, ne? Ja, ich denke auch, dass wir müssen wahrscheinlich irgendwie hinter den Obdachlosen oder so, weil... Ja... Dass wir in den Ruheraum reingehen, hat uns aber nichts gebracht, oder? Was meinst du damit? Hat uns nichts gebracht? Doch, wir müssen schon so in den Ruheraum quasi, also wir müssen den anlocken, in den Ruheraum reingehen, so kann man an dem vorbeikommen, oder? Oder einfach so. Der Obdachlose NPC'd auch einfach nur durch die Gegend. Ah, okay. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, doch, er ist direkt hinter uns. Wir müssen irgendwie unsere Brille finden und ich vermute mal, dass sie vielleicht bei ihm in seinem Raum hier irgendwie liegen könnte, ne? Mhm. Ach, hier können wir reingehen. Achso, nee, hier sind wir jetzt sicher. Uns wurde doch gesagt, dass wir in Schrecken reingehen können und wenn wir. Ach, stimmt. Du hast recht, das ist ein Schrank. Okay, versteckt verlassen. Die Sache ist natürlich, wir suchen immer noch unsere Brille und ich habe gerade keine Ahnung, wo die sein könnte. Mhm. Toll, jetzt haben wir Angst. Wow, warum sind wir schon auf 12 runtergedroppt? Wir sind bei 50%, das ist schon okay. Die Sache ist halt, wir sind bald tot. Und ich sehe halt nur nicht, wo es wirklich weitergeht, ne? Wie gesagt, wir müssen unsere Brille finden, aber ich hätte eigentlich so das Gefühl, als hätten wir uns hier schon überall umgesehen. Ich auch. Und wo der Obdachlose campt, da ist irgendwie auch nichts, ne? Ja, ja, das war's ja irgendwie, wo der Obdachlose campt. Ach, hier ist was. Da oben links, ja. Oder? Ja. Geht's jetzt hier nach oben? Guck mal. Da ist doch irgendwas Grünes auch. Siehst du das? Hier rechts? Ja, stimmt, da das oben. Grüne? Naja, da oben, ja. Da oben ist ein Buch, warte. Ich meine, ich bin zwar fast tot, aber ich probier's trotzdem nochmal. Sache ist, hier kommt. Da, jetzt euch. Schaffen wir's? Ja. Oh, wow. Endlich! Ich kann wieder richtig sehen! Wo bin ich? Was ist das hier für ein Ort? Ich muss hier irgendwie raus. Und diesem Typen, der hier rumschleicht, aus dem Weg gehen. Oh, sag mal, da gibt's doch gar nicht. Genau, es lief natürlich noch weiter, während er seinen scheiß Monolog gehalten Echt hat. Echt jetzt? Oh, das ist jetzt wirklich blöd. Also an einer gewissen Stelle sollte es auch wirklich enden. Also eigentlich, sobald man mit dem Event interagiert, sollte es auch tatsächlich enden. Ich meine, ich war zwar auf 1% runter, aber ich hätte es eigentlich noch geschafft. Genau, das finde ich jetzt auch wirklich blöd. Also dass einfach dieser Angstzustand teilweise auch in Zwischensequenzen läuft, dass man in Zwischensequenzen sterben kann, das ist wirklich nicht gut. Das ist die größte Kritik am Spiel. Weil, warum, dass wir jetzt gestorben sind, ist einfach unfair. Wir haben nichts falsch gemacht. Na, wir haben die Sequenz eigentlich hinter uns gebracht, aber... Ja, das ist schade, sowas. Und das Schlimmste ist, dass man das auf jeden Fall hätte in dem Beta-Test sehen müssen, diese Problematik. Ja, scheinbar nicht. Vielleicht haben sich die Beta-Tester auch einfach nur schnell durchgeklickt.
Anders kann ich mir es an der Stelle nicht erklären. Nur als Beta-Tester sollte man das eigentlich nicht tun. So, weißt du jetzt noch ungefähr, wo das war? Ja, oben. Einfach nur hier weiter nach oben gehen, ja, genau. Ne? Ja. Ja, stimmt. Hier, ja, hier oben in der Mitte war's dann, ja. Genau. Vorteil ist, diesmal sind wir nicht im Angstzustand. Und dann passiert uns nichts. So, genau, jetzt genau. Hier. Und wo kannst du jetzt nach links? Also ja, genau, hier nach links und dann hier, hier in die, oben rein. Ja, genau. Was? Ja. Wieso? Da steht was? Fleisch! Oh Gott, da oben ist jemand! Was? Der war doch vorher noch nicht da. Es ist so köstlich! Ist das vielleicht diesmal der Geist, den wir letztes Mal hier so irgendwie ausgetrickst haben? Der wird das wahrscheinlich sein. Das heißt, den haben wir letztes Mal irgendwie aus Versehen schon ausgelöst. Das kann sein. Wir gehen hier auf jeden Fall erstmal nochmal runter. Vielleicht bringt uns das irgendwas. Hier unten kam ja dieser Geist, glaube ich. Ja, genau. Ich denke, der ist das. Ja. Genau. Danach ging hier das Licht an. Vielleicht können wir jetzt einfach wieder nach oben. Ja. Ach, ärgerlich. Ich denke auch, dass es damit zusammenhing. Ja, wir mal gucken, vielleicht. Vor allen Dingen, das hat jetzt keine Angst ausgelöst. Was? Der Geist? Doch, wir haben irgendwie ein paar Punkte verloren, aber nur temporär. Ja, genau, aber bei den Obdachlosen, da sind wir ja dauerhaft irgendwie. Der Obdachlose ist halt der Endgegner. Und der Obdachlose kann an zwei Orten gleichzeitig sein. Das heißt, wir müssen den auf jeden Fall aktivieren und dann. Genau, genau. Tja, manchmal ist es eben doch nur ein Videospiel, ne? Ja, wir müssen den Obdachlosen aktivieren. Dann müssen wir den einmal austricksen. Ich denke mal, wir müssen uns wahrscheinlich einmal im Schrank verstecken oder so. Und dann. Jetzt bin ich hier natürlich auch noch in eine Sackgasse reingelaufen. Ja. Ich denke, darauf läuft das Ganze gerade ein bisschen hinaus. Ja, ich denke auch, dass du leider recht hast, aber naja. Ja. Ich finde, dabei fand ich jetzt die Stelle eigentlich hier unten richtig stark, muss ich sagen, von der ganzen Atmosphäre alles. So, das war gerade ein bisschen. Ja, na, das war wieder so ein Technikproblem, ne? Ja, genau. Hat leider die größte Schwäche des Spiels. Also, ich meine, ich kann es mir jetzt eigentlich nicht als besonders schwierig vorstellen, weil es muss ja eigentlich einfach nur. Nein, überhaupt nicht. Du machst einfach am Anfang des Events jetzt genau einen Switch der Zustandsänderung, dass quasi die Angst beendet ist. Ja, und dann kannst du ja am Ende. Vor allem, es hieß ja auch, sobald wir die Brille gefunden haben, endet die Angst sofort. Ja, eben, genau. Deswegen hätte man einfach dort einen Switch setzen können, alles klar, zack, Angstzustand beenden und fertig. Also, das wäre jetzt nicht das Problem eigentlich gewesen, aber gut. Ist halt leider so. Nach rechts gehen, oder? Ja, ich weiß. So. Schnell wegklicken. Ja. Ich bin gerade irgendwie doch ein bisschen gestresst. Ich denke mal, es ist auch ein bisschen nachvollziehbar und es tut mir leid, ich kann es wirklich nicht oft genug wiederholen. Der Grundgedanke des Spiels ist super, aber die technische Umsetzung des Spiels, ich verstehe es auch nicht. Es scheint so, als wäre mein Computer einfach allergisch auf das Spiel und das Spiel sollte diese Stressfaktoren eigentlich einfach nicht haben. Ja. Aber, na gut, wir wissen jetzt ungefähr, was wir machen sollen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir hoffentlich Tims Brille haben und einfach ganz normal speichern konnten. Ich vermute einfach, was liegt darin, dass dieser Typ immer noch hinter uns her war, weswegen wir gerade Probleme hatten. Und ja. Na gut, okay, dann wir hoffen, ihr hattet dennoch Spaß, ja, dass ihr euch nicht von den ein oder anderen kleinen Problemen so habt ablenken lassen wie wir. Und dann sind wir auf jeden Fall gespannt, ob wir jemals aus dieser Welt wieder rauskommen und vielleicht sogar im nächsten Part, wie es dann weitergeht. Bis dahin. Tschüss.